Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Jo, wir machen gleich mal weiter, ne? Mit unserer Artefaktsucherei. Ach so, brauche ich gerade, warte. Hüpf. Und zwar da drüben gleich zwei Dinge. Zum einen den Partner des Ladenbesitzers suchen und zum zweiten sollte der scheinbar ein Knochenfragment besitzen, Jün. So, hüpf. Dazu müssen wir es irgendwie um die Ecke schaffen. Was sehen meine Äuglein hier? Da unten ist auch was mit Strömchen, das zum Ausschalten wäre, ne? Mit Wache, wie es sich gehört. Na toll. Also das lief super. Das lief ganz toll. Jetzt kann ich nochmal laden. Jo. Also da. Ja. Sie ist nämlich irgendwie bei der depperten Laterne hängen geblieben. Ja, weil sie es kann. Gut. Dann nochmal. So. Lade, lade. Lade, lade. Babam, babam, babam. So. Machen wir es jetzt bitte anständig. Ja, du kannst hier hoch, ne? Danke. Emily. Die hat scheinbar über die Feiertage auch so viel gegessen wie ich und ist jetzt etwas träge. Ah ja. Na nü? Hau ab. Super, da hinten ist auch jemand. Es ist die Frage, ob die Alte jetzt weg ist. Pistolenkugeln braucht man nicht. Das nehmen wir mit. Und hier. Ah, das ist der. War das jetzt richtig oder falsch? Jetzt haben wir da was mit Strom versorgt. War das jetzt schlau? Ich hab keine Ahnung. Ob das gut war. Immer krieg ich die Schicht. Na, mit Sicherheit nicht, weil der jetzt geht. Das war sicher nicht schlau von uns. Ich dachte, da ist was mit Strom versorgt, dann nochmal laden. Okay, da ist nichts mit Strom versorgt. Passt. Oder? Irgendwie ist das gerade komisch. Hä? Ich lade lieber nochmal. Einmal geht's schon noch. So, dann lassen wir es lieber aus. Gut. War das die ganze Zeit ausgeschalten? Habe ich das schon gemacht? Ich war noch gar nicht da. Die haben das von vornherein nicht aktiviert gehabt, oder was, ne? Mal kurz kratzen nebenbei. So. Ja. Na gut. So, dann alle guten Dinge sind drei. Dann kümmere ich mich nicht länger um das Zeug hier. Und husch mal um die Ecke. Ja, bip, bip, düdüdüd, klopf, klopf. Hallo, ich bin das Herz, klopf, klopf. So, hier kann man nicht zufällig rein, ne? Dass es schneller gehen würde. No. Das heißt, wieder hier rüber. Hüpf. So, ist das der Brunnen? Ja, das Wasser ist manchmal widerlich. Es fließt vom Brunnen zum Keller des Konservatoriums. Es gab Arbeiten, also fehlte ein Gitter. Vielleicht ist ein Tier reingekrochen und verendet.
Eklig. Eigentlich müsste sich jemand im Konservatorium beschweren. Da ist fast alles dicht gemacht, aber jemand ist noch drin. Es gab eine Lieferung von Jindosh vor ein paar Tagen. Lass die aufmachen. Es wäre besser, wenn das Tor nicht so nah am Brunnen wäre. Ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt. A, B, C, D, E und G. H, I, D, J, K, L, M, N, O, P. Okay. Jo. Das ist unser ABC. So geht unser Apfelbeet. Der versucht einfach nur verzweifelt alles zum Reimen zu bringen, ne? Nehmt das bitte. Steht sie oder schleicht sie? Das ist manchmal echt schwer zu sagen. Wow. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob wir das Wichtigste haben. Da ist noch ein Karo-Werkzeug, ne? Glaube ich. Wow. Ganz ehrlich, da wäre unser liebes Domino nicht so schlecht, ha? Das ist die Frage. Wann wir die beiden verbinden dürfen. Und können. Wow. Okay, jetzt kommt wer her. Was, die zwei sind verbunden. Sobald der eine wieder hier verkehrt dran steht. Das würde ich jetzt nicht für Birnensaft geben. Ist noch ein dritter vielleicht? Nö. Muss ich die jetzt bewusstlos machen? Sie nach Möglichkeit vielleicht hierher legen. Ah, da kommt gleich her. Na komm. Oh, ruck. Trau dich. So wird das nächste Mal so ein Stück weiter runter. Ja, komm. Hallo. Ja. Ist unten jetzt noch jemand? Nein, es hat nur so ausgeschaut. Den muss ich holen gehen. Der liegt wieder komisch. Ach ja. So. So. Plündern, ne? Ich wollte noch ausplündern. Komm ich noch zu den, zu der Tasche? Scheißlich. Na, schaut nicht aus. Naja. So. Vielleicht habe ich ihn doch irgendwie geplündert und ich habe es nicht mitbekommen. So. Bitte schön, schön kuscheln. Was haben wir denn da jetzt Schönes? Ein Kabelwerkzeug. Ja, die Pistolen braucht man nicht, wie schon mal gesagt, ne? Okay, jetzt muss ich schauen, dass wir hier irgendwie raufkommen. Oh, falsch. Die Fähigkeit wollte ich haben. Jetzt ist die Frage, ob es hier irgendwie möglich ist. Aha. Da schlägt wieder unser Herz allein aus. Entschuldigung, da musste ich mal kurz husten. Hüstelchen. Kann ich irgendwie rein? Tatsächlich. Idiot hätte zuerst spähen sollen. Ist das jetzt ein Soldat? Nee, diesmal nicht. Haben Sie Kinder? Süß, aber sind immer hungrig. Ja, da hast du schon recht. Was ist das eigentlich für Zeugs?
Yum, 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 yum. Yum, yum. Lecker. Was ist das hier? Rattenspieß. Ja, ist auch schon wurscht. Runter damit. Wir essen die Speisen des gemeinen Volkes. Jawohl. Kommst du heute Abend mit? Klar. So. Da ist noch eine Ratte übrigens, falls ihr mögt, ne? Naja. So, damit wir das Volk auch besser verstehen, essen wir deren Nahrung. Das ist ganz normal. Ja, bin dabei. Damit wir eine bessere Kaiserin werden. Jawohl. Und die Fehler, die wir begangen haben, zum Teil auch in unserer Unwissenheit, Herrschaftszeiten, jetzt geht's nicht weiter. Sieh, wie es da weitergeht. Hüpf einfach darüber. Spielen später Würfel. Auch Lust? Ah. Jawohl, das müsste normal schon gehen, ne? Ist der wer gestorben oder schläft er nur? Nee, diesmal nicht. Ich glaube, der ist gestorben. Warum ist der voll mit Armbrustpfeilen? Eine Falle. Das war so klar hier. Gut, das heißt, ich muss wieder aufpassen. Das heißt, ich werde speichern. Auf die schnelle Stelle. So, dahin. Oh yeah. Sehr gut. So, so. Auf die Schnelle, immer schneller, schneller, schnell. Auf die Schnelle, immer heller. Wow. Schau mal. Du kannst nicht mehr tragen. Wo waren das? Ah, hier. Ach, Käse. Na super, das heißt mehr aufpassen. Sehr viel mehr aufpassen. Da vorne ist wieder eine. Die habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Voll gemein, ey. Du, ne? Ding. Um die Ecke. Langsam. Vorsichtig. Ich kann nicht mehr davon tragen. Mhm. Die Blutfliegen, jawohl. Hat eh geheißen, dass es hier Blutfliegen geben soll. Was haben wir denn hier? Ist da irgendwas versteckt? No. Mhm. Ich dachte hier halt ein Badesalz oder so, ne? Aha. Hier sind auch Fallen. Schau mal. Fallen. Oder zumindest Armbrustbolzen. Kaiserliches Konservatorium. Jo. Aha. Bei 3 müssen wir irgendwie hin. Denke ich mal. Was haben wir da? Nix. Ja, das nehme ich gern mit. Springminen braucht man nicht. Dann nehmen wir mal das Knochenartefakt. Günstige Gelegenheit. Ich habe einen neuen Auftrag für jemanden mit ihren einzigartigen Talenten. Ich möchte, dass sie den im kaiserlichen Konservatorium ausgestellten alten Roseboro-Prototyp beschaffen. Er ist gut geschützt, aber ich verdopple den Finderlohn. Bringen Sie ihn mir in den Laden. MV. Aha, ist das der Schwarzmarkt-Heini? Na, verfault. Ich für Teufel. Das wollte ich nicht essen. Ich war wieder zu gierig. Das müssen wir den Kerl dann zuerst... Karl-Werkzeug. Das müssen wir den Kerl dann zuerst finden. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube schon, ne? Jo. Haben wir hier irgendwas sonst noch? Das ist ein Bettchen hier, ne? Einfach, aber vielleicht sogar ein bisschen bequem. Ist hier nochmal so eine Falle? Es schaut nicht danach aus. Achso, Bilder. Haben sie irgendwelche Porträts? Das ist nichts wert, ne? Nein, ist kein Porträt. Kein Porträt nicht. Mm-mm. Die
vermisse Bilder. Wahrscheinlich bin ich schon bei 20 vorbeigelaufen. Oder bei 21. Ui, Elfenbeinschnitzerei. Liebe Münzen, wo seid ihr? Huch. Ich glaube, da kann ich mal zwischendurch aufstehen. Da ist nur ein Whiskyglas. Da hinten haben wir noch was. Was haben wir da? Ein Schluck Wasser. Das ist nie verkehrt. Ein Glas, jo. Noch ein Bettchen. Mit ein paar Büchern. Ein Rollstuhl. Dick unterm Bett irgendwas? Nö. Hier drin was versteckt? Badesalz zum Beispiel? Nein. Wenigstens ein Bild? Na, auch nicht. Haben wir hier irgendwas Gescheites? Noch ein Bettchen? Schublade öffnen. Jo, gähnende Leere. Sehr schön. Ja. Da. Jawohl. Nehmen wir gerne mit. Jo. No. Nein. Da ist nix. Da ist weniger als nix. Okay. Okay. Dann sind wir hier fertig, ne? Bild oder so, dass ich wieder was übersehe. Nö. Weil ich keins. Okay. Dann müssen wir, glaube ich, hier weiter, ne? Schleichmodus aktiviert. Schön. Das heißt, wir müssen darüber. Das lassen wir mal, wenn es geht. Und die liebe Mami fragen. In dieser harten Welt bist du allein. Bis auf wenige Verbündete. Das ist immer so aufbauend, ne? Okay, das sind einige ganz in der Nähe. Das wäre am nächsten, ne? Da ich aber nicht weiß, wie wir da am gescheitesten reinkommen, werde ich vielleicht mal... Puh, das hier vielleicht wählen. Jo, hoffe ich mal, dass es so eine gute Entscheidung ist. Ich speichere wieder. Ich speichere. Ja, ich hau's da drauf. Okidoki. Ja, und weiter geht's. Nachdem wir die Herrschaften da ja ausgeschaltet haben, müssten wir hier freies Geleit haben. Jo, die ratzen noch immer. Sehr fein. So, Pistolenkugeln brauchen wir nach wie vor nicht. Nein. Immer noch ausreichend. Aha, der schläft nicht. Mhm. Gesperrt habe ich einen. Wow, steht auf. Wo geht er hin? Aha, jetzt geht er weg. Jo, dann soll er weggehen. Wir haben hier Wichtigeres zu tun. Das ist blockiert mit Wasserschwitter. Zum Beispiel so ein dreckiger Riegel, der hier was versperren tut, das man vielleicht von hier aus kaputt machen kann. Warum einfach, wenn der kompliziert geht? Mhm. Ja. Mhm. Ich hätte doch von da oben hin aus weg müssen, ne? Ja. Ah, wie schön. Bitte laden. Zum 20. Mal heute schon. Ah ja. Perfekt. So, nochmal. Ja. Kann ich hier rüber? Ja. Wow, ist das wohl alles schön vergittert? Ich will nicht runterstürzen. Jo. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Okay. Schaut gut aus. Ja. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Schön. Jetzt sind wir auch durch das Gitter durch, ne? Sozusagen. Hui. Kann man hier rein?
ist verschlossen. Ja, Zocki, du kommst ja nicht rein. Nein, nein, so einfach machen wir dir das nicht. Weil das lustiger ist so, ja. Aha. Ja. Na gut. So, wo geht's denn hier lang? Hier rein wahrscheinlich, ne? Ich vergesse immer zu spähen. Mach die Tür wieder zu. Mhm. Da ist eine Höhle. Okay. Wieso kann das Viech das bitte aufmachen? Alter. Das ist aber kein normales Viech, oder? Habe ich es kaputt gemacht? Na, das wollte ich nicht. Die wollte mir echt ducken. Das Konservatorium. Aber nicht im Ernst. Wollte ich mit Wyman besuchen. Ich glaube, jetzt fange ich durch den an. Wow. Ah, na, ist er da drüben. Was war denn das jetzt gerade für ein Viech? Habe ich fantasiert? Da war schon was, ne? Da war so eine Art Geisterhund? Ist jemand drin? Ah, verbarrikadiert. Ne? No, ist blockiert. Du kommst hier nicht rein. Das ist nämlich blockieren tut. Ja. Ist wieder typisch. So, wie kommt man da rein? Von da hinten oben? Da oben? Das da? Das klappt? Jawohl, das klappt. Tada! Perfekto. Was ist das für ein komisches Hundel gewesen? Was? Ich kann keine weiteren... Alter, das ist Betrug. Passt. Kommen wir ins Freie. Was haben wir denn da? Schließung des Konservatoriums verlängert. Das hatten wir schon. Jo. Die Schreibmaschine. Klick, klick. Was haben wir da? Meine Reise nach Bandysien, Teil 4. Das hatten wir auch. Das hatten wir auch schon. Ach, so ein komisches Viech, oder? Den Hund meine ich. Ich hoffe, das zählt jetzt nicht als Mord. Ich glaube, das war's, ne? Mamilein. In dieser harten Welt bist du allein. Bis auf wenige Verbündete. Sie macht uns immer so schön Mut. Ich speichere mal wieder. Ach, die Mami. Ja, ja. So, okidoki. Gespeichert haben wir. Fertig. Passt. Dann raus da. Hui. Das tut immer so komisch, als wenn da was wäre, ne? Da oben drum. Kommen wir von hier aus darauf oder über Umwege? Okay. Könnte was werden? Vielleicht? Bitte? Oder auch nicht? Die will nur da oben, ne? Ganz rauf hat die keinen Bock. Emily, warum denn nicht? Was ist denn das davon? Ist das auch so ein Geisterhund?
Schaut echt komisch aus, oder? Ach ja, ich will ja nur darauf, bitte. Das muss ja möglich sein. Aber ich denke mal, das Fenster ist wieder verschlossen, ne? Das heißt, ich muss von innen. Von innen. Muss das gehen. So, also dann. Hüpf. So. Also von hier irgendwie rauf. Okay. Aha, da geht's eh rauf. Da gibt's zwei. Das Orakulum. Rose-Prototyp. Dann den da drüben zuerst dann, ne? So, langsam, leise. Leise und schleichend. Mhm. Wen haben wir denn da? Hm. Nur eine Abstellkammer. Haben wir hier irgendwas von Wert? Ein Bild zum Beispiel? Oder ein Badesalz? No, nix. Mhm, okay. Das haben wir da. Irgendwie ist es total ruhig, ne? Weit und breit niemand. Das ist schon fast unheimlich. So, wir müssen darüber. Man kann das Fenster benutzen. Was zum Teufel? Was bist denn du? 2, 3, 5, bitte was? Ich hätte einige Ideen. Was ist denn das? Ist letzter Kontrollpunkt jetzt richtig gewesen? Ich glaube, letztes Mal speichern hätte ich nehmen sollen, ne? Was zum Teufel? Wie bringt... was? Ah, jetzt bin ich da. Ja, Karl-Werkzeug konnte man nicht nehmen, ne? Ja, und wie besiege ich die jetzt? Kann mir das einer sagen, wie man die besiegen soll? Das sind ja drei... Wie viele Geister waren das jetzt? 3, 4 Geister? Kann man das aber als Geist bezeichnen? Ich will doch nur darauf. Das hat ja scheinbar funktioniert, dass ich da eigentlich und so. Aber das will er jetzt nicht mehr, ne? Ja, klar, das klappt nicht. Ach, scheiß der Hund drauf. gehen wir halt einfach weiter. Was? Das ist ja total unheimlich hier. Warum sind hier so viele Geister? Ich will auch hier kurz reinschauen. Ob ich hier was übersehen habe. Echt komisch. Na, da ist nichts, ne? Geister, ey. Ich nenne es jetzt halt einfach mal Geist. Schaut irgendwie danach aus. Toll, wie willst du, wie soll ich die... Am besten, wenn es klappt, mit Domino verbinden, denke ich mal, ne? Mhm, Blut fliegen. Geruch, der ständige Lärm. Wenigstens halten sie Neugierige fern. Unserer Herren gefällt, wo sie sind. Also musst du sie aushalten. Ja, aber manchmal will ich sie zu blutigem Brei schlagen. Nur um Ruhe zu haben. Ist das ein Rätsel? Wir reden über die Garde, richtig? Nicht über die Blutfliegen.
Natürlich. Die Blutfliegen lieben uns. Wir sollten noch mehr Tote finden, damit sie neu nisten können. Da stimme ich zu. Aber Brianna will, dass wir warten bis nach der Kommunion. Bis sie fertig ist mit den Ordensschwestern. Wir dürfen jetzt keinen Verdacht erwecken. Dann warten wir und geben uns mit den Nestern zufrieden. Aha. Mhm. Okay. Ich merke gerade, der Part ist zu Ende. Okay, das sind dann keine Geister, wie mir scheint. Ich will versuchen, die beiden da auszuschalten. Vielleicht bringt sich das was, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!